Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zum nächsten Stadionvideo von mir für euch. Heute geht's gegen Regensburg im Heimspiel auf Schalke. Ich bin mal gespannt. Das Hinspiel endete 4-1 für Regensburg. Die Mannschaft ist gewillt. Wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Wir wollen definitiv eine gute, souveräne Leistung zeigen. Selbst wenn wir nicht aufsteigen, muss die Mannschaft einfach zeigen, dass sie es will. Selbst wenn sie es nicht schaffen sollte. Nur so können sie die Fans irgendwie ruhig stimmen, glücklich stimmen und trotzdem weiterhin Ruhe im Verein behalten. Aber ich denke mal, das sollten wir schaffen. Auch ein Appell an alle Fans, ruhig bleiben. Das wird schon irgendwie werden, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes, übernächstes. Wir müssen einfach dran arbeiten. Ja, das Hinspiel 4-1, habe ich gesagt. Mein Tipp für heute ist 3-1 für Schalke. Ich denke mal, das könnte ganz gut werden, da die Mannschaft sehr, sehr gut aufgestellt ist von Terodde bis hin zu Piringer. Das Mittelfeld ist da. Ich glaube, nur Latza ist nicht da. Ich zeige euch aber später auch noch die Aufstellung. Ich freue mich einfach wieder, gerade das machen zu können, euch mitzunehmen. Und ja, wir sehen uns später. Ciao! Ich bin da. Kurze Info noch für all die Kenner. Ich bin heute in der Nordkurve. Eigentlich wollte ich nicht mehr zum Film in die Nordkurve gehen. Ich hatte Kategorie 1 angefragt und habe aber Nordkurve zugeteilt bekommen, weil ich die Kategorie als Zweitkategorie gewählt habe. Ist jetzt so, ich denke mal bei 10.000 ist es nicht so schlimm in der Nordkurve zu filmen. Trotzdem möchte ich das erwähnen, weil ich einfach kein böses Blut haben möchte. Ich gucke, dass ich auf jeden Fall nicht die Leute filme, die dort sind, sondern nur das Spielfeld und gegebenenfalls die Stimmung, aber dann auch das Spielfeld nur gezeigt. Ich bitte da um Verständnis für Leute, die sich vielleicht beschweren würden. Sobald das Stadion noch voller wird, lasse ich das natürlich auch sein. Ja, Grüße gehen raus. Wir sehen uns, wenn ich gleich drin bin. Und ja, bis dann. Tatsächlich sogar mit einigen Gästefans. Torhüter sind auch schon da von den Gästen. Perfekt, das Licht ist angegangen. Jetzt wollen wir mal gucken, wann die Spieler kommen. Ich nehme euch mit. Und aus! Hier ist unsere Mannschaft FC Schalke! Sind zugelassen. Es fühlt sich die obere. Willkommen zur Mannschaftsaufstellung unseres Gastes von Jan Regensburg. Die Nordkurve zeige ich euch unbedingt extra nicht. Die 5-Minuten-Ding schon angezündet. Das ist ein Schall. Und damit so fahrt ihr beide an. Und damit so fahrt ihr beide an. Ins Bett. Yeah.
Für die 17 Flori. Flieg. Und die 18 Mark. Leitkowski. Und die 27 Reini. Reifel. Und die 39 Mali. Ciao. Und die 39 Jarosa. Ciao. Und der Cheftrainer. Dimitrios. Leitkowski. Danke. Bitte. Glück auf. Wechsel. Achte Spielminute mit verletzungsbedingter Wechsel direkt zu Beginn hier. Gute Besuch. Auf Windsheim. Windsheim, oh. Reini. Unser Gott hat gerade eine derbe Ansage gemacht. Du stehst! Jawohl! Das sieht zur ersten Halbzeit, also Arena ist voll. Stimmung, ausbaufähig, aber alles super. Schon echt gut. Die Mannschaft ist dominant, Regensburg bisher keine wirklichen Torchancen. Mal abwarten, da Tor fehlt. 1-0 Regensburg mittlerweile, Konter Schalke gerade. Nichts raus geworden. Schalke besser im Spiel, Regensburg ein Sonntag Schuss. Ich habe ihn nicht drauf, aber egal. War ein schöner Schuss. 1-0, 33. Minute. Abwarten, der Torwart hat Bock. Ja, aber nicht. Aber nicht. Bin mal kurz was höher gegangen. Ecke nehme ich noch mit. Ich sage es dann an die 10, Rodrigo. Salazar! Wie neu jetzt auf dem Weg mit der 7, Darko. Zulinda! Und noch ein Wiederwechsel. Danke an die 26, Sally. Fien, jetzt neu auf den Sandgrün, die 33, Malik. Vamos, weiter so! Schön. Komm, bitte, nochmal. Noch eins. Wir wollen euer!
Schiri pfeift faul. Also, Schiri-Leistung. Viel gegen Schalke. Er pfeift auch für Schalke, aber. Oh, kleinlich. Boah, ekelhaft ist das. Stadion zum Schiedsrichter. Das sagt einiges aus. Hat unser Trainer jetzt eine gelbe bekommen? Oha. Männer, das ist mal wieder soweit. Ein legendäres Freistoßtor auf Ansage. Yeah!
Wir fahren nach Bochum, wir fahren nach Dresden und in Kiel werden wir in die Ostsee schlägt und dann fahren wir dem Rolli Spitze und wir holen den Pokal. Hey, wer schifft der Ex-Bewusste? Hey, wer schifft der Ex-Bewusste? Hey, wer schifft der Ex-Bewusste? So Leute, was geht? Spiel ist durch, 2-1 gewonnen. Zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Wir haben heute super gespielt, super gekämpft. Regensburg hatte Chancen, aber nicht viel. Tor war Glück, schöner Schuss, muss so reingehen. Ich kann mich mit den 3 Punkten zufrieden geben. Ich glaube, Nürnberg hat gepatzt. Ich weiß jetzt nicht, wie Bremen gespielt hat. Ich glaube 1-1. Sieht gut aus. Abwarten. Ich danke euch fürs Schauen. Wie gesagt, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und Abo dalassen. Ich würde mich freuen. Es wird in nächster Zeit definitiv noch mehr von mir kommen. Stadion und auch noch 1-2 andere Projekte, wo ich noch nicht weiß, wie ich hier genau sie durchsetze. Ich möchte mich bei allen, die zuschauen, bedanken. Und ja, wir sehen uns. Glück auf.